Hallo, willkommen. Wir spielen eine Runde Codenames zu sechst. Ihr seht die Teams. Ich bin Hallo. Games Chef. Hallo. Ich Der bin der Nette. Moderator. Ach Gott, ich muss Ja. mit Johnny auch noch denken zusammen. Und von wann? Okay. Er will starten. Boah. Joa. Okay. Ja, Morgi, nimm dir die Was Zeit. ist mit Dom gemeint? Der Hamburger Dom? Was Morgi, eben auch immer du halt. damit meinen willst. Du weißt ja, was ein Dom Ricky, wir klären ist. Es jetzt könnte schon auch mal. Dom sein, ne? Nicht einfach klicken. Einfach klicken. Verstanden. Einfach klicken. Einfach klicken. Komm, wir gehen direkt Einfach rein, Freunde. direkt. Kein, nicht Einfach lang schnacken. Mach doch nicht so schnell, Mensch. Oh. Nicht lang schnacken, den Dashcode unter Druck Also, setzen. Das ist wie wichtig. Natürlich. Das finde ich gar nicht Nintendo, ne? Wollen wir ganz sicher nochmal schauen? Nicht, dass wir können nochmal kurz durchschauen. Also, Australien ja, war genau. ja auch viel eine zu Konsole, viele ne? Sachen. Oh mein Gott. Australien Also, die war ja auch Wii sind wir safe, ne? Ja, wollen wir schon mal einloggen? Ja, komm. Ja, rein komm. Nach. Ja, rein. Und sonst alles, es gibt so Sachen, die entfernt passen würden, aber Nintendo ist halt. Ja, Nintendo ist viel näher dran. Man also nennt selber so manchmal Konsole. Nintendo, ne? Ja, ja. Komm. Casino kann Konsolen haben. Gut. Deschke? Na, Johnny, du brauchst eine Konsole. Ich bin fertig, Johnny. Deschke, wenn du jetzt scheiße bist, ne? Da gibt es ja nichts so dafür, dass du. Ich hatte gerade so ein Laufmail. Wenn du das wüsstest gerade. Stimmt ja auch ein bisschen, ne? Konsolen können auch ein Möbelstück Raumschiff sein. Und so, ne? Lass ja. den Dashcake mal machen. Ja, ich glaube, ich habe schon direkt das ist ja nächste. Mobilar. Nein, ist Konsole ein Mobilar? So, Dashke. Ja, fangen wir. Du kennst uns. Du schaust mehr. Uns. Nur zwei. Und mehr. Ja, gut. Nicht Hawaii? Alter. Nein, ich wollte es markieren. Darf ich kurz erwähnen, was ich am Anfang der Runde ja. Ich wollte es markieren. Ja, das war's jetzt schon. Okay, aber Johnny, wir sind uns ja, einig, dass es... Ist okay, du wusstest die Steuerung nicht. Lokomotive? Ja, Lokomotive und Öl, oder? Mm, wir oder merken wir uns das anderes? Auf jeden Fall. Guck mal kurz... Das heißt recht. Ja, das heißt, sieht gut aus mit Öl. Ich hab zwei. Ah, Lokomotive auf jeden Fall. Ja, die Lok okay. hat viel dazu beigetragen, ja. Und Öl natürlich auch. Ja, das passt also besser neben als Öl, der Rest, ne? glaube ich, ja. Ja, komm. Und einfache vor. Sache. Aber man einfache muss dazu auch sagen, Sache. Hawaii war halt gefährlich, weil hätten wir auch so nehmen Ich wollte können. Aber drauf. Ich wollte so. Ich habe das Gefühl, bei Meer direkt zu Hawaii zu springen, gewagt. Das war gewagt. Aber ja. hätten wir nehmen können. Aber ich sehe auch gerade, ich weiß Hawaii noch nicht, was. Da, ja, siehst du, da ist nicht so viel anderes. Eine ja, Sache auf jeden doch, Fall. Doch, hm, aber doch. Aber nicht zwei. Doch, da sind schon welche okay, doch. Also, ja, nee, das war. Der Meer war schon. Was okay. Redest du Johnny, eine Sache? Ich denke, wir sind uns einig zwischen Welle und Oktopus. Ach so, der Oktopus, ja, stimmt. Ist ja auch im Meer. Ja. Und Meer. Aber. Okay. Der Nordpol ist mal auch. Mal gucken, was jetzt passiert erstmal. Nordpol ist kein Land. Also wirklich, das ist kein physisches. Das ist kein Land. Da gehört ja auch dem Weihnachtsmann. Gehört halt generell auch keinem, oder? Ja, weil es kein Land ist. Hat also Russland es ist keine Landmasse. Da ist nichts. Da ist nur Eis. Ja. Nordpol ist nur ja. Eis. Mail von Fully. Nächste Runde werden wir ein 3 an den Tag legen. Wieso zählt das aber nicht als. Ein 3er? Ein 4er geht nicht? Wir 3. Eis Jeder ein ist Begriff. Keine Landmasse, Johnny. Ja, ich weiß, aber es ist ja trotzdem eine Art Stein. Wir machen 3er und wir lösen Der Teufelsdreier. Nur, dass es halt sehr früh schmilzt. Was? Ist es eine Art was? Eis ist ja trotzdem eine Art Stein. Der Teufelsdreier hat immer die also Folgen ist eine gestreckt, Art Mineral. Ey. Ich glaube, ich krieg keine Verbindung. Was? Es ist ja auch nur irgendein festes Ding. Es ist halt Wasser ein Fest. Wie war das bei Making Meme weißt, mit dem einen? Was? Du weißt, was Land ist, oder? Ja. Land ist kein Eis. Eis ist kein Land. Ja, das war so definitiv. Und was ist mit Island? Es kann doch alles ist Land sein, was einen festen. Ja, aber es heißt doch Island. Nein, kann es nicht, Johnny. Wieso nicht? Legoland? Jungs, ich glaube, wir verlieren diese Runde sehr stark. Ich glaube auch. Leider keine Verbindung. Wenn jetzt eine Insel aus Metall. Jetzt mach doch einfach irgendwas! Ja, mach ich jetzt auch. Okay, und dann kannst Wenn du das Wenn eine Insel falsch aus Metall ist, Fully, dann ist auch Land, oder? Ich hab so. Echt nichts. Kontinent, ja gut. So, okay. Australien. Ja. Ich hätte immerhin nicht direkt eingeloggt, ne? Also. Definitiv Australien. Dann drück drauf.
Ich meine, ihr könnt dann noch eins zusätzlich machen, ja, wenn ihr noch bei... Ja. Von so, und jetzt Welle. Drück drauf, drück drauf! Ich würde sagen, erstmal Welle. Welle ist für mich eindeutiger bei Meer, glaube ich, als... Das ist Kuss. Die perfekte Welle. Let's go. Gut, und danach haben wir noch Oktopus. Ja, aber mal gucken, ne? Ja, was denn sonst? Popel? Ja, jetzt ein Folie, nee, das hätte ja auch schon Australien sein können. Drei, also, ja. Welle und Australien ist dann mehr die irgendwie. Die Kirche, ha. Ja, Luther, stark, ne? Jetzt definitiv der Dom. Dom, ja. Meinst du, der Turm gehört noch dazu oder übersehe ich was? Nee, der Nordpol. Der heilige Popel. Der heilige Papst. Nee, was hältst du vom Turm? Ich weiß nicht, ob ich was übersehe. Es gibt oft die Kirchenwahl, ne? Stimmt, es gibt die Wahl auch, ja. Aber komm, bei Dom und Luther sind wir uns einig, ja, lass uns erstmal Dom und Luther machen, genau. Okay, den guten Luther. Hamburger Dom. Einer noch. Kirche. Oder er meinte Neon wegen Neon Genesis Evangelion. Oh mein fucking Gott. Ich würde es Moggy zutrauen. Oh mein. Ey, komm, wir sind eh so in Führung. Wenn Neon jetzt das schwarze Wort ist, ne? Nee, ist es nicht. Ich kann nichts dazu sagen. Du darfst nichts sagen. Ja, das ist richtig. Ja, jetzt mal Schnauze. Ich hab nur gesagt, dass ich nichts sagen kann. Ja, jetzt hör auf. Also ich finde, Wahl macht für mich am meisten Sinn. Ich fände Neon richtig stark von Morgi, wenn das die Connection wäre. Du siehst den Punkt, warum ich es ihm zutrauen würde, aber ich sah auch nicht... Ey, ja, ich könnte mir aber auch denken, dass Morgi so das Wahl gar nicht so gesehen hat. Doch, ne? Das können auch sein. Dass er die Connection auch nicht getroffen hat. So, Fully, wie entscheiden wir uns da? So schlau ist Morgi auch nicht, ne? Also cool. Turm schließen wir aus, ja? Ja. Okay. Gibt halt den Glockenturm, ne? Deswegen, ja. Traut ihr Morgi sowas zu? Ja. Also ich würde mal Turm noch so reinnehmen als Eventualität. Und du würdest Wahl aber am sichersten halten, ja? Ja, aber ich bin auch voll gespannt, was bei Neon steht, ne? Ich würde mit dir mitgehen. Ich meine, wir sind zu seinen Führungen, das kriegen wir, denke ich, so oder so hin. Selbst wenn es falsch wäre. Deschke, okay. Hätte das für dich so viel Unsicherheit? Nee. Nicht okay, dann gehen danke. Wir mal, dann gehen wir mal in Wahl rein und hoffen, dass es nicht das schwarze Wort ist. Ja, wenn er das aber so sagt, dann ist es bestimmt Turm. Aber okay. Klick an. Du entscheidest. Jetzt traue ich mich nicht. Du entscheidest, ob Wald oder Turm. Fuck. Oh. Aber es ist nicht das schwarze Wort immerhin. Ja, okay. Wenn ich an die Kirche denke, dann denke ich an den demokratischen Prozess. Ja, ich weiß auch nicht, wo man jemals in der Kirche eine Wahl hat. Naja gut, bei dem Papst wählen und so. Na, die Kardinal. Der wird nicht gewählt, was? Ja, natürlich wird er gewählt. Der wird nicht gewählt. Nein, warte mal. Ist das wie der Avatar oder was? Wird er einfach geboren oder? Doch, das ist doch. Und dann, wenn der Rauch kommt, dann ist er gewählt worden. Das ist doch ein Rauch. Kennst du das nicht? Ich meine, die sterben nicht so oft, aber trotzdem. Wenn ein weißer Rauch aufsteigt oder so. Ich hoffe einfach, ihr denkt random über ein paar Ecken, wie ich es jetzt tue. Okay, Oktopus. Also, Fully, ne? Wir machen dann Turm. Aber irgendwie war das doch noch komplizierter als einfach nur. Ja, du musst halt geboren werden mit den vier Avataren. Ja, irgendwie so. Wie verbinde ich die letzten beiden? Aber Eis ist ein Mineral, oder? Ja, keine Ahnung. Ich Waldmeister. Weiß nicht, ob ihr drauf kommen könnt. Waldmeister. Oh. So. Okay. Ich verstehe es. Oktopus. Da haben wir. Ja, okay. Da haben das ist so Big Dash, was machst du da? Zweig wegen ich sehe seine Begriffe und ich verstehe es nicht. Meister für. Was? Okay, dann verstehe ich es vielleicht doch nicht. Ich dachte, ich kann ja auch sein, pass auf. Kennst du diese Waldmeister-Brocken? Diese keksartige Dinger? Ich kenne Waldmeister als Geschmacksrichtung, natürlich, wir alle. Ja. Aber nur weil Kekse die Geschmacksrichtung Waldmeister haben können, weiß ich jetzt nicht, ob das das erste ist, wo... Popel kann auch die Geschmacksrichtung Waldmeister haben. Nein, stopp. Der will auf Wald und Meister gehen. Wald wegen Horst? Was? Ja, wegen dem Wald und Polizei, wegen Meister. Horst ist ein Nest von einem Vogel, oder Horst, und wo ist der? Im Wald. Der ist nicht immer im Wald. Ich glaube, ich meine Fliegerhorst. Horst ist doch auch an so Klippen und so. Ja, oder Zweig tatsächlich. Ja, gut, der Adler. Zweig habe ich doch längst auch so viele Bäume. Ja, wegen Wald. Wegen ja, Wald. Ja, ich hab doch, das ist doch das erste, was. Da steht doch mein Name bei Zweig. Nein, ich muss erstmal auswählen, was es hier so gibt.
Also. Naja, Wald wegen Wald. Wachtmeister fände ich gut. Irgendwie Zweig und Polizei zusammen Waldmeister. Mhm. Ich finde, das hat was. Erstmal Zweig. Oh, was? Ich kann es nicht erklären. Okay. Irgendwann erkläre ich es. Meintest du den Horst wegen Forst? Und das ist der Reim, das ist von mir Ecke gedacht. Ach, du darfst es bitte nicht sagen. Aber bitte das ist nicht. Ein Gedankengang, den ich bitte, noch lass hab. Mich recht gehabt haben. Wie? Ihr könnt auch nicht mit Reimen arbeiten. Oder Neon, weil Waldmeister ist Neongrün. Hochhaus. Das ist der Turm. Das stimmt schon, ja. Kirchturm, das ist ein Kirchturm. Er hat am Anfang gesagt, Kirchturm, und dann dachtet ihr, wir haben es mit der Kirchwahl. Ich habe auch Glockenturm gesagt. Wir waren auf jeden Fall dran. Okay, also aber es gibt doch einen Kirchturm. Mehr. Ja, und ich hatte doch Kirche und Turm ist doch ein Kirchturm. Verwechselt. Oh, tatsächlich. Ich war unter Druck und hatte dann einfach. Ich war so gefreut, dass Ricky es hatte. Ricky hatte es. Nein, das ist ja Forst, nicht Horst. Oh. Ja. Ja, das hat sich für mich halt überhaupt nicht erschlossen. Ja, der Zweig war nicht gut bei dem Waldvorhaben. Den Zweig habe ich auch nicht gesehen. Ja. Du hast es wirklich einfach gemacht, auf jeden Fall. Ja, ich dachte mir schon, wie verbinde ich Turm und Zweig? Und dann habe ich gesehen, dass ihr euch schon auf den Zweig versteift. Ich dachte mir, ja, das erleichtert mir mein Leben. Okay. Ja. War eine gute Runde für mich. War stark. Ist natürlich Kritik auf hohem Niveau in dem Fall. So, Maeve, du oder ich? Du natürlich. Ja, wir können auch generell die Teams wechseln, wenn ihr wollt. Ja, dann. Ist mir egal. Ja, mir ist egal. Okay, Ricky. Ist anscheinend so. Ich schaff das. Fully. Wir waren einmal gut dran mit dem Katzenfriseur-Dingens. Ja, mit dem Katzenfriseur, das war super. Maeve, kriegen das. Yo, Ricky. Ey, kriegen das hin. Yo, Ricky. Okay. Wir sind ein gutes Team, Johnny. Ja, ich glaube auch. Wir holen das. Einfach Pisse um rechts. Chips. Krieg. Ha. Da frage ich mich, ob das eins von Johnnys eingefügten Wörtern ist. Johnny hat einen TTT-Part gemacht, den hat er einfach Pisse genannt. Ja, natürlich. Wieso verfolgt dich das? Er hat das Wort eingefügt. Das hast du schon dreimal erwähnt. Ja, ich hab dieses Video über mein Video gemacht und da habe ich mich drüber lustig gemacht, dass da ein Video war namens Arsch. Welches 100.000 Views hatte. Und du hast ein Video namens Pisse gemacht. Ich hab's genauso versucht, es sind nur leider keine 100.000 Views mehr rumgekommen. Boah, ey, Ricky. Jetzt mal einen Arsch ins Fanpack machen sollen. Ja, siehst du meine Begriffe? Die machen ja viel besser. Wir sind beide richtig am Arsch. Nein, richtig, aber nur Müll. Das ist so schwer. Chips, Cola. Aber man muss sagen, Mogi, du hast letzte Runde richtig, bist richtig gut durchgegangen. Ja, yeah, ich hatte starke Mann, Begriffe, die ich gut zusammensetzen konnte. Ich hatte echt große Schwierigkeiten. Ja, das hat ihm auch geholfen. Bei der Kirche habt ihr natürlich ein bisschen zu umständlich gedacht, aber das passiert manchmal. Wir hätten fast Neon eingegeben, ne? Also. Wäre okay, Neon war ein neutraler Begriff, also was ja, auch immer. Glück. Da hätten wir an dem Punkt eh schon zwei geschafft. Da hatte ich echt Schiss, dass es wirklich das schwarze Wort ist halt, ne? Ja, das war Keks. Mein Ricky dann, oh ja, man kann aber auch Waldmeister Keks, aber dachte ich mir, ja, vielleicht will man das ja. Ich hab schon ein bisschen eine Verbindung für zwei schon. Boah, ich hab. Okay. Boah, das ist schwer. Orte. Okay, ich sehe aber schon mehrere Orte hier, glaube ich. Bermuda ist ein theoretisch ein Ort. Ein Bach ist ein Ort. Naja. Also. Ja, guck mal, bei so einem Point-and-Click, ja, da sage ich, okay, ich gehe jetzt zum Bach. Ja, nein, Ort. Ich verstehe das, aber das würde ich nicht mit zwei Wörtern zusammenfassen. Peking ist natürlich ein Ort. Ja, Bach also, ist einfach nur eine große Pfütze aus Pisse. Ort ist eh ein bisschen sehr auslegungs- oder ein geschmolzener Schnee. Sache, aber da das Fully ist, meint das auf jeden Fall geografisch, würde ich sagen. Aber wenn ich Bach sage, muss ich auch Pass sagen, ne? Wenn du eben. Der Gebirgspass. Der Gebirgspass ist ein Ort, da gehe ich hin. Kamm gibt's natürlich auch auf den Gebirgen. YouTube ist ein Ort, stimmt. Im Internet. Und die Reiter, die kommen von der Flanke, ist auch ein Ort. Kriege werden oft geführt, um die Kontrolle über Orte zu erlangen. Eine Platte ist ein Ort. Ja, ein Ort, an dem nicht viele Haare wachsen, habe ich recht. Ja, guck mal, YouTube ist auch ein Ort, ne, um Videos zu gucken. Habe ich eben schon gesagt. Stimmt, okay. Aber? Wie meint das jetzt Fully? Ich denke mal, Peking ist relativ. Also ich bin mehr, ich würde Bermuda denken. Ja, ich bin da eigentlich bei dir. Wir machen erstmal Peking rein, ne? Okay. Um zu gucken, ob es der Geschmack von Fully ist. Okay. Fully ist doch unser Geomann. Der hat das einfach nur als Ort im Sinne von Städte, Dörfer und so gesehen, oder? Atmen Bermuda auf, ist dann natürlich trotzdem ein bisschen wild, aber ja, für mich ist das einzige, ist das nächste. Deine Bermuda.
Geht er ins Bermuda-Dreieck oder nicht, der gute Fully? Ja, geht er. Er geht ins Bermuda-Dreieck. Nur das Bermuda-Dreieck. Oh, warten wir endlich. Rigi schreibt was. Oh, das ist nicht gut. Er ist gerade unser Geheimdienstchef. Das stimmt. Nein, ich wollte nur gucken. Ich wollte nur gucken, dass ich nicht. Ne, ich wollte nur Rechtschreibfehler. Okay. Wir sind bereit. Und Fully, welche Dreiecken hat das Bermuda-Dreieck? Ist ein Rechtschreibfehler, Rika, das ist okay. Ah, Weihnachtsmann. Also ich denke... Wir haben natürlich Cola. Oh mein Gott. Und natürlich sehr große Puppe. Stimmt doch, mit Haar, ne? Ich hab überlegt, mit Haar, nicht mit Haar. Fuck! Das ist eine geweihte Nacht. Weißt du, was ich dachte? Das ist absichtlich. Ich will jetzt nicht den Ricky machen. Klicke ich auf die Karte? Klicke ich auf den Finger? Klick nicht auf den Finger. Mach das jetzt so. Ich klicke auf den Finger, um mein Ding ins Abzugehen. Ich dachte, er macht das als Strategie, dass er Wein falsch. Ich wollte es genau anders wissen. Wegen Nacht oder wegen Wein, ja? Ja, dass er irgendwie auf Alkohol hinaus will. Aber Cola auf jeden Fall stark. Ich gehe gerade noch alles durch. Ich denke, das mit der Cola ist ja relativ. Ich denke auch Cola. Ich meine, das ist sehr naheliegend. Mein Hut, nee, Hut mal. Nee, komm, wir klingen die Kohle ein, wir denken gleich weiter drüber nach. Raten, beenden, bumm. Okay, clean Runde auf beiden Seiten. Astreiner Einstieg. Mhm. Puh, können wir so weitermachen? Jetzt, ob Scheiße. Ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Bleiben wir so stabil? Ich hab oder werden gerne sie fragil? Ein, zwei oder drei geguckt. War schon eine starke Kinderserie. Schon ja, was ist denn das für ein Geschrei? Ein, zwei, drei. Und dann haben sie da ihre komischen Kugeln in diese Röhren eingepackt. Was? Also, ich kannte einen und er meinte, welche die er kennt, die waren mal beim Tigerentenclub. Oha. Das soll vorgekommen sein, da waren tatsächlich Kinder. Ja. Echt, das waren nur so AI-Figuren. Ich wäre immer gern beim Super Toy Club gewesen. Oh, der Super Toy Club war so cool. Wer nicht? Und dann dachte man, dass die sich wirklich teleportieren. Das haben die auch. Nee, das dachte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur die Sachen haben. Aus Pisse. Dinosaurier für die Nuggets. Ich wollte einfach nur die Pisse haben. Oh, die Dino-Nuggets. Ja, die Dino-Nuggets, stimmt. Oh, der gute Finger-Licking-Gut. Fingerschleckend-Gut. Ja, Johnny. Das ist gehst ganz du damit? Schön, also, folgende Sache. Das ist ganz schön clever, weil man sich bei Fingerfood eh die Finger. Was ihr wissen solltet über Fully, er hat ja Chainsaw Man gelesen. Und der Protagonist davon, der hat auch eine Blume gegessen an einer Stelle. Und auch später, als noch ein Blumenstrauß ankam, dachte er, es ist was zu essen. Ja, das dachte ich mir auch so, dass Fully bestimmt Blumen essen als Lebensmittel. Also ja, das würde ich nicht ausschließen. Das sehe ich, die Connection. Ja, da würde ich das auch sagen. Nein, natürlich nicht. Nehmen wir das? Kling mal auf den Finger. Auf keinen Fall. Nein, meine ich auf Finger. Finger auf Finger. Ja, tu es, also muss. Habe ich nicht mehr im Kühlschrank. Nicht mehr in der Küche, muss ich einkaufen. Baller die einfach beide direkt hintereinander okay. weg. Okay. Zack. Ah. Ich habe nichts, was ich verbinden könne, ne? Dino-Nuggies. Okay. Sei ehrlich, also. Würde dir was einfallen? Jetzt paar Dino-Nuggies. Nee. Fully traut sich immer nicht, um was zu sagen, ey. Nee, ich muss ganz ehrlich sein, ich bin... Ja, okay, ich denke... Was? Ja. Vielleicht schaffen wir beim nächsten Mal mehr. Es ist unmöglich, da mehr zu machen. Das lass mal die anderen entscheiden. Und zwar uns. Genau, schick uns mal einen Screenshot und dann entscheiden wir, ob wir da mehr machen können. Ja, gut, ne? Mhm. Da haben sie sich das eiskalt erwischt, Fully, ne? Puh. Scheiße. Nein, wir haben nur Pisse. Bleib nicht zu laut, sonst fügt Johnny noch das nächste, andere Board was ich ein. Mache, ich habe schon eine Idee, aber es wird richtig tricky. Tricky Ricky? Tricky Ricky. Tricky Ricky gibt uns unser Wort. Mal schauen, was draus wird. Okay. Ammoniak. Ja, gut. Unerwartet. Okay. Ich habe keine Regel gebrochen. Nee, hast du nicht. Natürlich nicht. Du hast auch nur ein Wort gemacht. Also, wenn du für ein einziges Wort die Regel brichst, dann habe ich aber viele Fragen. Vor allem ist das die Art, wie wir haben den Kamm. Fully Pisse beschreibt. Ja. Kamm ergibt Sinn. Wir haben. Pass auf, wir werden direkt mal den Kamm einloggen. Sie schenken sich nichts.
So, nicht, damit ist ein Punkt sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden Geheimdienstchefs warten darauf, dass der andere gut wäre auch mein zweiter, damit es leichter wird. Ist sowas am nächsten? Friseur, es würde Finger würde gehen. Platte für Glatze, sprichwörtlich. Oh! Meinst du, Ricky würde Platte sagen? Ich hab doch vorhin doch gesagt, die Platte ist ein Ort, wo keine Haare wachsen. Ja. Hast du gesagt? Nein, das weiß ich, glaube ich bin für die Platte. Ja, okay, dann sind wir für die Platte. Ich drück. Oh mein Gott! Oh. Platte kommt! Oh mein Gott. Was meintest du denn mit Frisur noch? Finger? Was? Warum Finger? Ja, weil er seine Finger benutzt zum Schneiden, also auch so ein bisschen. Darum wäre ich auch nicht gekommen, Ricky. Das hatten wir auch gedacht, schon. Blumen ins Haar stecken oder so. Das ist so naheliegend dann für mich jetzt noch. Ich habe noch vorhin, ich dachte mir, oh ja, Ricky hat sich gemerkt, dass ich das vorhin gesagt habe. Nein, ich sag's wie es ist. Tricky Ricky war nicht sehr tricky. Nee. Er war wieder sehr tricky. Ricky. Aber er war sehr Ricky. Ach Mann. Wenn ihr wollt, kann ich Geheimdienstchef machen. Ich hätte Lust. Ja, Finger mit Friseur. Ich mach gern Geheimdienstchef. Ich auch. Ich auch, ja. Dann ist wohl Zeit, dass wir mal gegeneinander in den Ring steigen. Alter, let's go. Wir schaffen das, Maeve. Ja, das ist Hockey, der Blaue. Na, Johnny ist auch da. Zweite Reihe Mitte. Und die Periode. Ja. Und Philly, du bist auch die da. Letzte Reihe. Periode. Ganz unten, links, zweites. Wow. Ich schätze nicht, weil es wahr ist. Ich muss gerade nochmal double checken, dass es nicht ist. Es tut mir leid. Das war nicht angebracht. Dass ich nicht die falsche Farbe angucke die ganze Zeit. Ist mir schon mal passiert. Du bist blau. Ja, mach ruhig das Schwarze. Denk dran, wir sind rot, Johnny. Ja. Seid rot. Schwarz. Ricky, du musst gleich Kekse auswählen, ne? Wie konnte ich denn wissen, dass die Platte nehmen? Darf ich nichts machen, was ich hätte dran gedacht, Ricky. Tröstet dich das? Im Endeffekt hat es auch Sinn gemacht. Ich hab nicht dran gedacht, aber ich wäre sofort mit drauf eingestiegen, wenn einer gesagt hätte, dass das eine Frisur ist. Ja, man sagt es sprachlich halt. Platte so. Ist eine Frisur. Rasiert, das ist eine Frisur. Richtig, Fully. Ich wollte es nur nochmal wiederholen. Ja, ich war auch kurz davor, aber dann dachte ich mir so. Nee, du musst arbeiten. Dann dachtest du dir, oh ja, ich sollte vielleicht Begriffe suchen. Ich tue es gerade. Ja, ich hab schon. Oh. Wie, du hast schon. Machen wir 4 die erste Runde direkt? Okay. Alle 8. Ja, wir machen 8, finde ich gut. Finde ich gut. Aber. Aber? Hm? Ja, ich könnte auch wieder mit etwas. Ja, nee. Das ist langweilig. Machst du 3 Begriffe? Ja, ich will auf jeden Fall nicht das auf das verbinden, was ich gerade. Das finde ich irgendwie langweilig. Ich sehe nichts anderes. Das ist Nutella und Kekse, was du verbinden willst, oder? Nutella und Periode. Nutella Brady. Be ready. Ich krieg's echt nicht hin gerade. Dann mach ich was Sicheres. Das sind gar nicht mal so übel, meine Freunde. Dann kommen wir halt hinten. Ich habe auch nicht viele nee. Wörter genommen. Immer nur ein oder zwei. Meistens 2. Warte. Ja, ich meine, du hast nicht so viele Runden. Außerdem haben wir auch Ricky im Gegnerteam. Der schießt schön den Nacken ab. Nee. Der klickt irgendwo drauf. Nee, solange Ricky sich merkt, dass wenn er was markieren will, dass er dann auf die Karte klickt und nicht auf den Finger, dann läuft das alles gut. Ricky klickt auf den Finger wie ein Pferd. Was? Ja, hast schon verstanden. Der Rasierer, das ist doch schon mal klar. Klinge, auf jeden und Hockey, Fall. Also wir werden mal klingen. Und Hockey war mit seinem Schwert unterwegs. Weil das scharf ist für eine Rasierklinge. Blut vielleicht Blut? Noch? Ja, dachte ich auch. Der Hauptmann hat vielleicht eine Klinge, aber das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt vielleicht. Ja, das ist ein bisschen weiter weg, das stimmt. Das Rad hat ja auch eine Klinge, oder? Das ist so weit weg, aber wenn ich Kirche schreibe, dann sagst du, Neonweg. Neon, das ist Evangelium, das könnte das sein. Das ist nicht so weit weg. Nicht genommen. Das wäre ein Meisterstück von dir gewesen, Morgi, übrigens. Ne? Nee, das wäre viel zu umständlich gewesen. Ja, das wäre fürchterlich. Rasierer ist safe, oder? Machen wir mal rein, den Rasierer. Den machen wir mal rein. Rasierer, den nehmen wir rein.
Gibt es irgendwas anderes, was auch nur ansatzweise mit Klingen verbindet? Nutella holt man mit einer Klinge raus. Würdest du Messer eine Klinge nennen? Theoretisch. Nein. Messer hat eine Klinge. Also, aber weißt du, wie, Johnny wird sagen, Blut oh, gehen. Messer als eine Klinge. Ja, Blut. Ja, mach geh mal. Rein. Machen wir. Es ja. ist wild, dass okay. Fully gerade eine Aussage, die er tätigen würde, mir zuschreibt. Jeder Mensch würde das sagen, glaube ich. Ich bin ganz froh, dass ihr Blut rausgekickt habt, ehrlich gesagt. Denn jetzt kannst du eine Kombo machen mit 4 Wörtern. Nee. Aber wir müssen nicht, müssen nicht dieses Risiko eingehen. Ich denke, Ricky Periode können uns einig sein, oder? Ja, aber die Wii, ne? Und dann... Achso, die Wii, was? Ja. Ja. Wie kommst du bei Frauenarzt auf Wii? Und was mit naja, Frauenarzt und Money Mark? Bitte erklär dich. Pass auf, und zwar wurde die Wii ja früher genutzt, gerade bei Ärzten. Mit Just Dance und so. Und damit die, oh mein Gott, mein Mikro ist abgefallen! Die Katze wieder da. Ja, Medizin drückt drauf, ich muss den Mikro wieder anbauen. Ich hätte aber gerne die Erklärung mit der Wii gehört. Ja, wer wollte sich noch ausreden? Ich glaube, Ricky hat ein Mikrofon verloren. Ich muss mich muten. Ja. Schauspielerische Leistung. Boah, man hat nicht, man hat kein Pum oder Mann so gehört. Der Mann spielt GTA. Der Notausstieg, die Notbremse wurde gezogen. Okay. Ja. Was passiert, Mate, wenn wir das schwarze Wort Also nochmal zur Erklärung. Nochmal verloren. Und zwar wird die Wii ja oftmals gerade in dem Physio-Bereich benutzt, um zum Beispiel Leute mit Just Dance und so weiter und auch im älteren Altersheim und sowas, damit die Leute sich bewegen. Mit Just Dance zum Beispiel. Mit Just Dance? Medizin. Ja, ja. Das ist wirklich so. Das ist ein Textil. Und Vorhang. Ja. Und eine Spange. Und was ist mit Spange? Eine Spange ist kein Textil. Eine Tasche? Eine Tasche könnte sein, ja, noch, stimmt, ne? Stimmt. Und ein Hirsch und ein Pferd, bevor sie halt verarbeitet worden sind? Oh, jetzt haben wir die drei Sachen, aber ich denke, naja, Taschen sind oftmals... Also, also, Taschen sind Textilien, aber meine ich glaube... Jacke ist aus Pferdefell. Also ich würde auch Vorhang und Lappen vorziehen. Ich würde es vorziehen, ja. Ja. Komm, machen wir, ne? Ja. Meine Jungs! Wir holen das. Das muss ich mal kurz ein bisschen nachdenken. Keine Fehltritte bisher, Ricky. Und vielleicht hätte er Textilien 3 geschrieben, wenn er die Tasche auch noch gemeint hätte, ne? Also vielleicht ist die Tasche was anderes. Ja, Taschen hat man auch oft aus irgendwie Leder oder so. Also es ist nicht immer, gegeben, dass sie Textil ist. Okay, überleg gerade, wie er Amazonas und Tetrapack verbinden könnte. Morgi verbindet jetzt 6 und dann haben wir es easy geschafft. Ich hätte, also wenn da bestimmte Sachen, ich hätte mindestens 1, 2, 3 Sachen, wenn die wirklich überhaupt zusammengehören. Was redest du da? Ich weiß ja nicht, ob ich sehe das ja nicht, ich bin ja nicht Geheimdienstchef, aber ich hätte 3 Sachen, wenn es zusammengehören würden. Ja, wie nächste Runde deine Lieblingswörter aus. Also ja, das ist schön, aber die... Welche 3 Werte sind, Ricky? Nicht in den Farben. Ich will es jetzt nicht sagen, dann hätte ich die anderen was haben. Du sollst ja nicht Begriff sagen, aber welche 3 würdest du zusammensetzen? Ich bin neugierig. Ja, dann wisst ihr schon. Du bist kein Geheimdienstchef! Es bringt doch noch keine Rolle! Du weißt doch gar nicht, welche Wörter zusammengehören. Wii, Tetrapack und Pferd. Ja, das wüsste ich. Ich wüsste auch wie. Ja. Wegen Zelda oder wie? Ach so. Zelda, Wii und. Boah, ich würde jetzt Ricky gerne schreiben, welches Wort ich da nehmen würde. Mach das bitte nicht. Joa. So eine Kekstasche würde mich jetzt freuen. Oh, jetzt eine gute Kekstasche. Ja. So eine Tasche voller Kekse. Ja. Achso, ich dachte, es geht darum, dass die Tasche aus Kekse ist. Oder die Kekse, der Keks ist als Tasche gefüllt. Mit Nutella. Na, ich will die Tasche essen. Oh, auch eine gute Idee. Ja. Meinst du, die Tasche ist ein Kuchen und jemand sollte ein Video darüber machen? Nein, sie ist ein Keks. Ich kann nicht glauben, dass es nicht Butter ist. Ich hab mir 5 Minuten von dem Video angesehen und dachte mir so, boah, ist das langweilig. Welches was? Dein Kuchenvideo.
Harte Worte. War mein Sonnensche gemein, Ricky? Nee, du nicht. Nein, ich meine so das Kuchending. Ich habe gedacht, das wäre so für mich ist so, ich konnte auch nicht glauben, dass es Kuchen ist. Wieso war das langweilig? Ja. Was? Ja, weil es ja nur um Kuchen ging. Achso. War ein Kuchenquiz. Ja, war echt gut. So ein Kuchenquiz klingt gut. Das war natürlich nicht. Ich hab das auch durch. Ich bin schon halb durch. Ist das Kuchen oder was? Ist das Kuchen oder nicht? Sag es mir jetzt. Ja, das ist Kuchen, schade. Das habe ich sofort gesehen. Oh nein, wenn ich wüsste, wie. Ich hab dir eben schon gesagt. Ich wüsste, wie der heißt. Wer denn? Darf ich nach einer Videospielfigur nach dem Namen fragen? Ich glaube, man darf auch googeln und so, um sich hier ein bisschen zu helfen, oder? Ich meine. Wenn man irgendwas nicht kennt. Als Solange du ich weiß verrät. Nicht, wie ich es beschreiben soll, ohne überhaupt ein Wort zu sagen. Oh, nein, ich kann nicht. Also ich würde sagen, solange du nicht verrätst natürlich oder irgendeinen Hint gibst, kannst du ja durchaus irgendwie noch Synonym oder so googeln. Ein Elden Ring-Boss, zu dem man geworbt wird im Untergrund, nachdem man seine Leiche berührt. Was? Kennt halt Deschke weiß schon Bescheid. Oh, ich bin raus. Ein Feuerspein teilweise auch. Schöne Musik. Bisschen nordische Mythologie. Bowser? Bowser ist mein Lieblings-Eldring-Boss. Nee, okay. Ich glaube, ich bin auf der falschen Spur, weil ich verzweifelt gerade versuche, ist denn irgendein Wort hier mit Wenn man ihn zum zweiten Mal bekämpft, ist er einer von den Remembrances. Ach so, okay. Ja gut, jetzt weiß ich, was du meinst. Und ja, ich weiß, ja. Hat Sashke damit einen Hint gegeben, oder nicht? Ja, ich weiß jetzt das Wort auf jeden Fall. Was? Nein, ich nein. Ich weiß es nicht, ich kann es doch nicht eingeben. Also es gibt für mich gerade nur ein Wort, was ich damit verbinden würde, auf jeden Fall. Kekse. Nee. Das machen wir so. Also er heißt Regal in seiner zweiten Form. Wie heißt er? Regal. Riegel. Regal, wie einfach nur ein Regal. Ja, so wird er geschrieben, Regal, wie Anchester. Okay. Ich meine, das ist jetzt echt ein bisschen dreist, weil Deschke hätte niemals an den gedacht, bei dem Wort Regal. Aber der ist ein Hirsch. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen dumm, dass er ein fucking, dass er Regal heißt. Ja, okay. Du bist so, als würde er ist halt ein Hirsch. Es ist ja so ein eindeutiger. Es ist halt Bowser, so. Es ist aber, und er ist blau, also er ist so... Er ist so türkis, blau. Ja, aber warte mal. Wenn es ja theoretisch von Dark Souls ist. Elden Ring. Es ist auf der Wii. Elden Ring. Elden Ring auf der Wii, meine ich. Nee, es ist auf der Wii. So, und wir wissen ja alle, die liegen in London. Das ist korrekt. Arno London. Bloodborne spielt auch in London. Exakt. Okay, perfekt. Ja, Ratman. Da habt ihr ein bisschen was for free gerade bekommen. Was heißt for free? Ich meine, der Name war jetzt komisch von dem Boss aus irgendwelchen Gründen. Ich wusste, dass Deschke, weil Deschke hat super viel Elden Ring gespielt. Ich wusste, dass er die Scheiße erkennen wird. Ja. Das ist ein wenig. Ja. Ein paar Minuten. Ist okay, du bist immer ein Team, da kannst du nicht bescheißen. Der Name war jetzt nur im Endeffekt echt komisch. Das hat es komisch gemacht. Es ist aber auch nur wieder danach. Was heißt der auch Regal? Im Deutschen ist der Name wirklich komisch. Ich habe wieder einen Eigennamen von etwas, was halt aus zwei Wörtern besteht. Ja, mach ruhig. Ich sag mal so, ich habe jetzt zu Ende bekommen, aber ich war kurz weg zwischendrin und es steht da einfach Regal, Hirsch und Blau. Also. Ja. Ja. Und Deschke hat auch Mögi gesagt, dass es, ne? Ja, die haben sich basically darüber unterhalten, was der Johnny, du darfst das, aber das selber schreiben, ruhig. Nee, ich habe gefragt, wie der Boss aus Elden Ring heißt. Ja, weil ich habe mich unterhalten darüber, dass das ja wahrscheinlich auch dazu helfen wird, was ausgewählt wird halt. Er schreibt zwei Wörter. Ich weiß, du hast versucht, es nicht unfair zu machen. Ich habe überhaupt nicht geheult. Ich dachte, er hat irgendeinen fucking Eigennamen. Ich habe das Gegenteil von geheult. Mir ist es egal. Und danach kommt der Boss Kallax? Scotland Yard, das ist in... Oh, das London. Ist... Seht ihr, Folie hat nicht mal ein Wort genommen und das ist okay, weil ich vorhin gefragt habe. Ja, ich habe das doch gesagt zu Ihnen, dass es okay ist jetzt. Ich bin ja, Johnny. Ich. Ja, Johnny, genau. Ich habe doch gefragt extra gerade. Hat er wirklich? Echt? Habe ich nicht zugehört.
Du hast dich immer noch so darüber versucht, dich rechtfertigen. Ich dachte mir das nämlich jetzt als Joker, dass du eben halt was fragen durfst. Ja, jetzt sowas. London ist safe. Ja. So, und ja, jetzt ist die Frage, was ist. Was meint er noch? Vielleicht den Hauptmann. Habe ich auch gedacht? Hast du einen Hauptmann in Scotland Yard? Jetzt bin ich mir nämlich ziemlich unsicher. Weiß ich nicht mehr. Man wird auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht. Ich habe aber auch nicht auf Nutella kommen. Ich habe aber auch an Hauptmann zuerst gedacht, aber wir können überlegen, ob er mit Yard vielleicht irgendwie oder mit Scotland noch irgendwas meinen könnte, aber ich glaube nicht, ne? Nee. Also ganz entfernt Pferde, aber ich weiß nicht, ob er darauf anspielen möchte. Weil manchmal ich leider ist auch immer noch Polizei auf Pferden unterwegs. Ich habe das auch nicht so im Kopf, das Spiel. Also ich gehe jetzt vom Spiel Scotland Yard aus. Na, der, halt Johnny ist unser Gesellschaftsspieletyp. Scotland Yard ist ja eine Polizeieinheit in London, spezifisch, ja. Ich meine, ja, es könnte sein, dass er das Spiel meint, aber ich sehe keinen Beweis aber Spiel. Ich sehe auch nichts, was zum Spiel passt. Ach, komm, wir machen den Hauptmann. Joa. Let's go. Okay. Gott, ich hätte sowas Gutes noch, aber so ein fucking Wort mir im Weg, das stört mich. Mhm. Keine Fehltritte. Keine Fisimatenten. Keine Fisimatenten. Nicht bei uns. Mm-mm. Hier werden keine Zelte besucht. Nee. Ja, komm, versuchen wir es. Okay, also Tasche. Ja, sind wir uns, denke ich, eigentlich direkt, ne? Ja, drück drauf. Trägst du einen Sack und da hast du einen Ruck drin. Rucksack. Da sind Kekse drin. Etwas. Die ganze Zeit drüber geredet. Also es gibt halt extra diese Taschen von den Bootsmännern halt. Ja, oder das ist jetzt vielleicht ein bisschen abwegig, ich weiß es nicht. Ja, oder durch ein Amazonas reisen mit Rucksack. Oder. Ricky, du bist in unserem Team auf zu sabotieren. Hey, ich meine das wirklich jetzt. Ich meine das komplett ernst gerade. Oh, okay. Du darfst ihm nicht helfen. Du darfst ihm nicht helfen. Ich wusste. Okay, vielleicht ist Amazonas auch nicht. Ach komm. Wenn es danach. Okay, pass auf. Weißt du, okay, Ricky, im Rucksack auf Englisch heißt Backpack und in Tetrapack steht Pack, also es ist eindeutig Tetrapack. Ja, doch, das finde ich smart. Also, ich finde das auch smart, ehrlich gesagt. Und man trägt einen Rucksack immer am Kreuz. Ich bin halt für Seesack. Also Kreuz. Seesack ist ja auch ein Rucksack. Ja, oder es gibt ja auch so Säcke auf dem Rad, ne? Oh, die Radtasche, stimmt. Oder Pferd. Ja, die Pferdtasche. Ja. Also Pferdetaschen. Ja. Rucksack. Und man kann einen Rucksack jetzt auch mal ohne Witz Rucksack, der auch abgeben, Backpack. Ne? Backpack. Rucksack. Man kann aber auch Nutella in seinen Rucksack packen. Oh, Hockey ist bestimmt so ein Rucksackträger. Aber ja, also Pferd finde ich ein bisschen, also Rad oder Boot bin ich auch am ehesten mit bei. Pferd nicht? Okay. Nee, Pferd bin ich nicht so mit bei. Ruck oder gehst du irgendwie in Ruck oder Sack? Was ist denn ein Sack? Sack im Hockey. Hockey ist definitiv der Rucksack. Ja, aber weißt du, was das Problem ist gerade? Mit diesem Backpack-Ding, ne? Hast du mich gerade wirklich verunsichert. Das ist nicht gerade wirklich mit dem Backpack. Ich glaube, nur weil ein halbes Wort in dem englischen Wort mit drin ist, würde Morgi das nicht nehmen. Ich glaube, Morgi kann doch gar keinen Rucksack. Ich kann ja wieder zum Amazonas fahren. Also ich bin am meisten immer noch. Die Radtaschen oder ein Seesack? Das Ding ist, Moggy kann auch gar kein Englisch, glaube ich. Okay. Ja, komm, dann nimm Boot. Okay, dann nehmen wir Boot. Was soll ich machen? Wie kommt man denn von Rucksack auf Boot? Das zweite bei mir war übrigens einfach nur eine Spange. Ich hätte auch Seesack schreiben können. Ja, aber der Spange war das zweite. Ja, aber ich hätte auch Seesack schreiben können. Spange. Spange? Kannst du Spange am Rucksack haben? Ich glaube, das kenne ich nicht. Ich habe entfernt an Spange gedacht, aber ich hatte, glaube ich, erstmal Kurs. Ich dachte mir, das zweite ist ein bisschen bei Tag oder ich dachte mir, was soll im schlimmsten Fall schon passieren? So viele Begriffe sind ja nicht mehr. Wir werden ja nicht Boot auswählen. Man kommt ja nicht von Rucksack irgendwie auf Boot oder so. Ja. Ich habe gute Runden gerade auf jeden Fall. Ich möchte mal sagen, dass ich mit Abgabe gar nicht rede. Man kann den Rucksack abgeben. Jetzt konnte ich nicht mal mehr. Ja, bei Abgabe dachte ich mir, oh, wenn sie die Abgabe wählen, das käme mir entgegen. Wisst ihr, das Problem ist, ich wollte auch Hausaufgaben und so machen. Da dachte ich mir, könnte man Abgabe und Tasche machen. Aber dieser dumme Kurs. Der Kurs, ja. Der dumme Kurs. Stimmt, ja. Und dann habe ich NSMB und da ist die dumme Wii die ganze Zeit im Weg. Seit wann ist NSMB hier ein Wort? Hätte man ja riskieren können vielleicht. Habe ich das reingeschrieben? Natürlich hast du es reingeschrieben. Das kommt mir so komisch vor. Aber ich konnte Amazonas nicht mal nutzen.
Das ist so traurig. Warum hast du nicht Jonas geschrieben? Na, weil nur Amazonas halt dabei gewesen wäre. Da war nichts anderes. Und Tetrapack. Ja, da wären sie halt nicht drauf gekommen. Ich hätte jetzt einfach noch eine Runde mit anderen Teams. Und Amazonas mit meine Schulzeit zusammen. Wir mixen durch. Maeve, komm rüber. Ich gehe rüber. Ich möchte geheim. Nee, Joni ist bei schon wieder. Okay. Hi, Maeve. Hatten wir das schon? Bin ich. Ich bin wieder bei Deschke. Okay. Ich geheim ja. Aber Maeve war gar nicht geheim. Oh. Nee. Ist okay. Ich dodge das immer. Das Frankfurter Toast. Das würde ich mir voller Olga reinorgeln. Das Frankfurter Toast? Frankfurt, Leipzig, Berliner. Wir haben einfach da alles. Ein paar Tokio. Viele Städte drin, ne? Alles deutsche Städte. Dreck. Ja, sag ich doch. Oh. Wir werden gleich das Wort Berliner definieren müssen. ist das eine May? Vielleicht auch nicht. Ja, shit, was ist das zweite? Ich weiß auch nicht. Videospiel. Ja, zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel. Wir klingen. Ach, wir sind ja blau! Ich kann das so langsam nicht mehr. Sehr gut, Ricky. Warte mal, hat Ricky gerade. Haben wir das Richtige genommen, aber du hast es falsch zusammengefasst? Nein, er hat rote Begriffe uns gegeben. Nein! Ja, das meine ich. Wir haben das Ricky, der ganze Bildschirm war blau. Wir haben das genommen, was er meinte, aber er meinte halt die gegnerischen Karten. Ja. Ja. Nee, wir sollten uns Videospiel mal vor Gaming. Oh nein, das Videospiel tut mir so leid. Ich war mal so frei, ja. Ja, ist okay. Also ich habe das am Anfang auch direkt nochmal überprüft, Ricky, weil mir das auch schon passiert ist. Also wir sind ein bisschen im Zugzwang. Fully hat Selbstvertrauen. Jetzt war es so ein Dreier, Ricky. Aber war schon logisch. War schon offensichtlich. 9-5 und wir sind gerade mal in Runde 2. Oh, ihr habt doch mal angefangen und habt diesen Extrapunkt auch noch. Ja. Ich liebe deine Reaktion. Das ist zum Glück Moggy noch nie passiert. Ja. Ich kann das. Das wäre unangenehm. Nicht mehr. Okay. Das ist doch stark. Ah. Wir haben Leipzig. Die Blau hat alle Städte bekommen. Das Frankfurt. Ist interessant. Wir sind doch blau jetzt, oder? Ja, wir sind blau. Ihr seid das. Ja, Johnny, siehst du noch was anderes? Ja, Lippe ist noch da. Die sind perfekt. Also, Ricky hat uns da einen schönen Drilling rausgehasselt. Halt, wirklich. Als ob wir das Glück haben, diese Städte alle zu bekommen. Ja, das ist ein bisschen lucky, ne? Da sind wir quasi wieder zurück im Spiel. Stark! Das war ein Freebie. Ich meine, Ricky hat Berliner direkt rausgekommen, erste Runde, damit er jetzt einen Freifahrtschein ist hat. Ist echt so. Das war eine Taktik. Was gefehlt hätte. Oh Fully, jetzt müssen wir. Fully, jetzt nicht direkt einloggen, ne? Du weißt, nee. Körperteil müssen wir definieren, ne? Hals und Lippe? Was hältst du davon? So genau zwei. Klingt, wunderbar. Einleuchten, oder? Ja. Reiner. Reiner. Da müssen wir definieren. Finde ich gut. Haben wir definiert. Na, wir hatten schon mal, aber da gab es noch so Herz und keine Ahnung, Beine, Füße. Ja, es hätte nur die Orgel geklappt, ne? Oh, das ist gerade eine schnelle Runde. Bisschen Operation, Körperteil abschneiden. Ja, genau. Oh, das ist ein bisschen weit hergeholt, aber das kriegt ihr schon hin, Jungs. Oh, ich weiß nicht. Ricky, bist du ja da. Allein, dass er das dazu sagt, schon sehr unfair. Das Labor. Operation. Naja, Operation würde ich auch sagen. Ist zwar gar kein Labor, aber. Säure. Organgeld. Nicht Tafel. Ja, oder Organgeld könnte da sein, aber ich glaube, das ist sein. Säure finde ich richtig gut. Wollen wir mit Säure direkt reingehen? Ich glaube, das würde ich auch als erstes denken, irgendwie jetzt. Na. Ja. Hm. Labor. Oh, die Tafel ist vielleicht noch irgendwie mit dabei. Säure und Tafel, deswegen Labor. Ich weiß nicht, beim Labor denke ich überhaupt nicht an eine Tafel. Ja. Natürlich, die schreiben alles auf eine Tafel. Aber Operation ja auch nicht. Also, das wird doch nicht im Labor gemacht. Nö. Ja, bei einer Tafel denke ich eher an einen, an, keine Ahnung, wenn man in der Schule ist oder sowas. Aber bei Operation und Labor, Leute, die im Labor unterwegs sind und bei einer Operation, ich stelle mir vor, dass die relativ ähnlich aussehen. Gerne mal. Ja, aber
Weißt du, es ist halt nicht wirklich. Er hat aber gesagt, es ist weit hergeholt, also. Na, Labor ist dreckfrei. Operation und Säure. Mit Labor würde ich auch auf jeden Fall sehen, dass man das macht. Ja. Cola wird im Labor hergestellt. Cola wird auch im Schulunterricht. Sie wird in der Fabrik hergestellt. Benutzt. In, in der Cola-Fabrik. Ja, aber die Formel? Die wurde hinterm Tresen beim Donuts hergestellt. Ja, die Formel wurde wahrscheinlich in irgendeinem Planwagen zusammengekippt. Ganz vorsichtig im Labor zusammengeschustert. Nee, das war so ein Schlangengiftverkäufer. Nee, ich denke Operation, ich sehe halt sonst gar nichts. Okay. Dann soll ich. Okay. Yeah, ja, stark. Inwiefern ist es weit hergeholt? Das fand ich super offensichtlich. Ja. Nö, wieso? Säure? Weil alles andere keinen Sinn machte, außer Säure und Labor. Ich verstehe immer noch nicht, was bei Operation so naheliegend sein soll. Ich sehe auf jeden Fall, was Johnny meint. Eine Operation kann auch eine Operation im Labor bedeuten. Warum? Welche denn? Nein, eine Operation ist ja nur ein... Ach so, etwas, du meinst so eine Operation. Ich finde nur, dass für mich persönlich Labor mit keinem anderen Wort gepasst hätte. Ja. Ja, zu dem Schluss kamen wir ja auch. Also, ja. Muss ja nicht so überheblich sein. Man muss ja vorsichtig sein. Also, ich finde, das hätte sonst zu nichts gepasst. Ja, zu dem Schluss kamen wir auch. Und dann so, ja, also, ich hätte das besser richtig gemacht. Also, ihr habt es euch nur schwerer gemacht, als ihr musstet. Ihr wart ja schon direkt am Anfang drauf. Wir waren doch einfach nur vorsichtig. So wie im Labor. Okay. So, das Problem ist, dass, wenn sie jetzt... Ich finde das aber witzig mit dem... Wir können nur gewinnen, wenn sie eventuell jetzt nur ein Wort schaffen. Ja, deswegen versuche ich gerade verzweifelt. Also, ich habe eine Idee, aber das kriegen die, glaube ich, nicht zusammen. Ich glaube, das ist eins von meinen neuen Lieblingszitaten. Nee, vier Wörter schaffen. Nee, aber wenn ihr zwei habt, dann schafft ihr nach vielleicht nochmal nicht die zwei. Keine Ahnung. Wenn ihr jetzt zwei schafft, dann habt ihr danach nur noch eins, dann haben wir sicher verloren. Ja, es ist, wenn ihr zwei schafft, ist vorbei für uns. Dann müssen wir die Runde machen. Wir schaffen auf keinen Fall die vier. Wäre natürlich stark, wenn Dashke jetzt drei servieren könnte. Aber wenn Ricky vier machen könnte, das wäre stark. Boggis kann alles passieren. Die können einen Zweier versuchen und dann drücken sie auf eine blaue Karte zum Beispiel. Das kann alles passieren. Das setz dich nicht zu sehr unter Druck, Dashke. Mach irgendwas Dummes, Dashke. Sehr unter Druck. Also ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, ob ihr... Also eins würdet ihr davon hinbekommen und das zweite weiß ich nicht, ob das zu abwegig ist. Probier's. Das sagst du so. Ich sag's auch, probier's, Johnny. Mit Gemütlichkeit. Probieren geht über Studieren. Sag ich immer. Los. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Schmeiß die blöden Sorgen über Bord. Die Slashke, wofür du jetzt sorgst, damit, dass du nicht abgibst. Oh, ich mach das jetzt. Wir sehen, solange du es abgibst. Nichts. Und wenn es du... Es wird nichts. Steh, ich will nicht, dass du nicht bist und etwas abbist. Cooler braun. Das ist korrekt. Meint er vielleicht Dreck? Dreck ist auch braun. Oh, so eine Stange Dreck, Mave. Schön aus dem Rücken drücken. Oh, Ja, cool, das reingehen, Fully, oder? Ja, reingehen. Oh Gott sei Dank, Dreck ist halt nicht unbedingt braun, ne? Deswegen dachte ich, Ja, bei Dreck, da denke ich immer daran, dass er grün ist. Ja, aber Dreck kann schon viele Farben haben. Ja, aber wenn man Dreck denkt, man braun. Stark. Schon oft braun, ja. Ja, das, die erste Runde war halt, die hat uns ein bisschen... Ja, die hat's halt versaut. Ja. Ihr habt's wieder versaut. So, Ricky gönnt jetzt einfach vier. Mach mal vier, Ricky. Ich kann höchstens dann Zweier. Du kannst... Du kannst aber drei auswählen, damit wir wenigstens noch die Wahl haben. Ja, ich überlege gerade, wie ich die anderen beiden verbinden könnte. Die sind alle schon sehr weit hergeholt. Ich meine, können die das verkacken? Die können das nicht verkacken, ne? Wir müssen jetzt vier auswählen. Ich meine, weit hergeholt wie ein Zebra. Das könnte natürlich ganz falsch sein, aber ich denke nicht. Ich könnte was fragen. Also ich hätte eine Idee für mein Wort, wo ihr sehr viel über Ecken denken müsstet. Dann können wir die Runde noch spannender machen. Schuluniform. Schule. Knopf. Was hast du heute mit Schuluniform? Der Spion. Hä, aber. Oh, warte mal. Oh, ich weiß es. Ja, das sind die zwei Sachen, die er verbindet. Fully, okay. Ich weiß es. Nee. Nee, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß das dritte Wort. Echt? Ich meine, er hat es eh nur sehr weit her. Ich habe auch eine Vermutung. Heraus.
Und zwar, ich meine, wir werden dann eh gleich erstmal auf Tafel und Knopf gehen. Wegen Uniform, ein Pinguin trägt quasi einen Anzug. Yo, das gefällt mir sogar. Das wäre so eine Sache, bei der die Fully hört und sich da denkt, oh ja. Ich find's super. Nee, komm, wir klingen direkt die Tafel ein. Und den Knopf auch? Beim Knopf sind wir uns auch sicher. Oh, verdammt. Der Knopf war es nicht. Okay, ich weiß, dann weiß ich nicht das dritte Wort, aber also eins noch weiß ich trotzdem. Ich bin so gespannt, ob es stimmt am Ende. Streifen. Zebrastreifen. Ja, genau. Streifenwagen? Okay. Okay, Ricky, Schuluniform. Kannst du. Bei Schuluniform dachte ich auch Pinguin auf jeden Fall. Pinguin und Quelle wegen Schule, weil man in der Schule immer Quellen benutzen muss. Wenn, oh mein Gott. Ich kann den Approach verstehen, aber ja, ist weiter. Also ich hatte es halt versucht. Also es was Tafel, Quelle, Pinguin und Sonne hätte er irgendwie verbinden müssen. Ja. Wie viel Quelle, Pinguin und Sonne kann man verbinden, aber die Tafel, nee. Nee, die Tafel passt da nicht rein. Wetterkreislaufsunterricht. Nein. Na, da denkst du auch nicht an Pinguin. Nee. Dann fehlt der Pinguin. Vor allem bei Wetter macht und man die an die Regen. Quelle auch nicht. Wetterkreislaufsunterricht. Wie würdest du denn Quelle, Wetter, Pinguin und Sonne machen? Wetter kannst du nicht machen wegen Regen halt, ne? Antarktis. Ja, aber Quelle. Ja, das ist viel Wasser. Es gibt viele Quellen. Ich meine, passt halt besser als der Rest. Und die Sonne scheint extrem. In der Antarktis gibt es drauf. Quellen. Ich meine schon. Keine Ahnung, spielt ja keine Rolle. Wissen also wir zumindest, doch nicht. Ich meine, auf jeden Fall ein bisschen Wasser. Ist trotzdem sowas in der Art. Aber Eis ist schon Mineral, oder? Das war auf jeden Fall schwer für Ricky. Na. Da jetzt noch was zu retten. Ja. Die erste Runde, die war das Problem. Ja, die hat eigentlich so leicht die Farbe. Immerhin kein schwarzes Wort. Ne? Ja. Ja. So. Ja. Also noch eine Runde zum Abschluss oder nicht? Das ist nämlich unsere letzte Aufnahme, bevor dann erst Johnny und dann Maeve weg ist. Eine Runde noch. Einer geht noch. Ich würde sagen, die beiden Weggänger, die werden jetzt auch die Geheimdienstchefs. Man würde meinen, dann wollen die vielleicht lieber noch ein Video aufnehmen. Dann machen wir doch die Überspringung. Nee, wir machen nicht noch eine extra lange Runde. Das wären einfach zwei Parts hier. So, warte, also wir beide gegeneinander dann? Ja. Okay. So, ich los das direkte schwarze Wort aus. Sehr gut. Johnny, wir sind blau. Blau. Oh, endlich haben wir wieder. Du bist der den Fehler gemacht hat, Ricky. Ja. Oh, NSMB ist wieder da. Oh, schön. Ich habe das ganze Spiel mit auch wieder zusammengearbeitet. Mit Maeve zusammengearbeitet. Wir schaffen das. Bulli, Gamecube-Buben. Maeve macht einfach alle Wörter auf einmal. Pisse. Einfach alles, was uns beschreibt. Ja. Pisse beschreibt eher irgendwie Hockey, ich weiß nicht. Warum? Achso, ich dachte immer an Johnny. Weißt du, wie der sein Video mal genannt hat? Aber, ich weiß, aber Hockey ist ganz oft und sagt so, oh, guck mal, ich hab ein Glas voll Pisse, und er wirft es ins Gesicht. Das ist ein Hockey-Ding. Aber die Sache ist halt auch, mit Pisse. Hockeys Winrate bei den nicht Innocent-Runden, die ging auch stark runter. Er ist bei 23%, während ich bei 39 bin und Maeve bei 43. Super. Ah, weißt du was? Super. Platz 3 nach mir ist gerade mal Fully mit, ich glaube, 27% oder so. Das heißt, Maeve und ich, wir liegen weit vorn. Können wir nicht drüber reden, danke. Ah ja, wisst ihr, wer letzter Platz ist. NSMB? Ja. Auf jeden Fall, da muss ja ein. Sprung. Mario springt. Gamecube ist auch stark. Komm, wir machen direkt NSMB. Mario muss auch mal pissen, ne? Ich würde sagen, das sind die drei, wen wir zu sonst nehmen. Ich schau noch durch. Mario hat eine Wohnung im Mario-Film. Und jetzt Johnny so, fuck, ich hab mal 4 gesagt. Ja, Gamecube. Willst du den Sprung einklinken, Ricky? Oh, stark. Jawohl. Eine starke erste Runde. Direkt die Gamer-Begriffe aussortiert und damit meine ich ganz bewusst, dass wir Fully nicht aussortiert haben. Sehr nice. Hey! Das ist schon wieder scheiße. Wie geht das? Oh! Traum 3. Also Wohnung? Naja, was ist Traum? Eine Krone? Manche haben ja so Kronen im Mund. Mundraum, okay. Warum hast du Wohnung eingeklickt? Weil Wohnung Raum? Ein Raum ist. Ich würde sagen, erstmal, aber Krone, ja, Krone. Zahnkrone. Genau. Da haben wir da den Zahn, perfekt.
zu, wenn jemand mal wieder zu viel Scheiße redet? Ja, wenn jemand einen Schuh in die Fresse kriegt. Ja, wenn er zu frech ist. Ja, halt mal die Schnauze. Die Klappe ist es. Nutella kommt in den Mund. Na, was? Die Krone war es nicht? Oh, bin ich froh, dass ich Krone gesagt habe. Krone war auch ein bisschen... Wisst ihr, was euer Problem jetzt war? Ihr wart zu übermütig und habt direkt mit einem eher unwahrscheinlichen wollt, dass ihr das Zweite genommen. Das war nicht ich war noch nicht unwahrscheinlich. Also ich wollte Klappe auf jeden Fall, aber gut. Moggy hätte das besser gemacht. Ja, wir können uns Klappe merken, ich hätte das besser gemacht, ja. Fandst du Krone unwahrscheinlich? In der Gruppe. Nee, aber ich hätte es erstmal... Also Wohnung hätte ich eher noch gemacht und Klappe. Wie kommst du auf Wohnung? Wegen Raum. Mundraum. Das ist ein komisches Wortwahl ansonsten. Warum hätte ich das? Deswegen, also das Wort war schon... Also ich wüsste die beiden Wörter. Ich meine, wir können es uns natürlich vormerken. Es ist also nicht vorbei. Wir bleiben bei Klappe auf jeden Fall. So, wenn wir gleich die Wörter haben, machen wir als Bonuswort Klappe. Genau. Ja. Ich wüsste alle drei Wörter. Von euch gerade. Also das eine ist ja klar. Ich wüsste die nächste. Du meinst, die anderen sind die sie gesagt haben eventuell. Willst du dich anschließen? Nein, das Klappe ja, vielleicht sogar. Aber das andere wüsste ich auch. Okay. Du Genie. Danke. Er ist den ganzen Abend hier. Nee, stimmt nicht. Ich glaube nicht. Er streamt durch GTA. Er ist bestimmt noch hier. Von GTA 5 wird sein Leben bestimmt. Ja. Das reimt sich fast ein bisschen. Das ist auch ein Chartsong. Oh, echt? Von den Lochis. Krass. Echt? Die von Lochis GTA 5 wird mein Leben bestimmt. Mhm. Ich zocke ich und zocke oder so. Die haben echt zu alt einen Song, ne? Ja, die waren 14, als sie das gemacht haben. Nur gute Songs. Oder jetzt so. Sind sie 12. Ich durfte noch lange nicht GTA spielen. Das stimmt. Das war irgendwie auch offiziell gesponsert, das heißt, das war komisch. Aber ich meine, mit 16, 17 war es dann auch Ich mag Milfs. Ja, stimmt. Das ist heute das fünfte Mal, also, dass Johnny da sowas anmerkt. Magst Johnny du redet ja gerne drüber. Was, ja, oder Cola. Über Milch. Sprite trinke ich den ganzen Tag. Cola! Ich hasse dieses Lied so sehr. Haben wir diesmal das Wort? Nee. Nö. Vielleicht wieder Lochi. Mal, jetzt mal nicht. Und wer wäre am Pisse? Tierarzt. Der Tierarzt. Oh. Ja, da gehört auf jeden Fall die Klappe rein, weil Klappe Pflaster. Zu, Affe tot. Rasierer? Du kannst deine Tiere da rasieren lassen? Die Pisse? Nee. Eindeutig hinpissen. Löwe, ja. Taube ist halt auch noch ein Tier. Fully? Ja. Können wir machen erstmal erst Pflaster, Fully. Oder? Erstmal Pflaster, ja. Ja, Pflaster definitiv. Löwe, komm, das ist auch mächtiges Tier. Ja, drück drauf auf Löwe, wenn es Löwe ist, ist es auch die Taube, ja. Was ein Tier. Jawohl. Yeah. Alter, was ist das für eine kleine Runde, Jungs? Ich sag's nicht gerne, Jungs. Das wird schwer. Nee. Ja. Ja, mach einfach alle, Maeve. Mach alle außer Klappe. Klappe, ja. Wissen Sie schon, das war's ja am Ende. Klappe jetzt. Oh. Das packen wir der Schül. Was wäre das andere Wort? Meinst du, das wäre Satz vielleicht? Freunde, was Maeve für einen Fehler gemacht hat, war nicht mal ein schlimmer Fehler. So, ihr habt, sonst haben wir immer pro Runde zwei Begriffe, aber Maeve hat nur einen geschafft. Das ist eigentlich überhaupt kein großes Ding oder so. Wir haben zwei Dreierrunden gemacht. Ja. Das ist so ein dämlicher Vorsprung. Wir haben auch ein neutrales Ding gemacht. Das war nicht mal so ein schlimmer Fehler. Ja, genau. Es war komplett belanglos als Fehler. Ja, ich kann jetzt auch nichts Krasses machen, ehrlich gesagt. Ich glaube an dich, Maeve. Das wird schon, kein Stress. Ja gut, Jungs. Der Zahn. Nice. Ja, damit die Krone haben sie doch schon. Aber du meinst jetzt, ich habe Angst, dass Maeve statt Schmalz gelesen hat und auf Zahnschmelz oder so hinaus möchte. Ich weiß halt auch, ich wüsste halt wirklich auch nicht, was er meint. Dann wüsste ich sonst wirklich nicht, was er meint. Klappe, das sind doch alles, das passt doch alles nicht zu Zahn. Ja, Klappe halt Mund, aber Zahn? Spezifisch der Zahn, ich meine, der Löwe ist auch schon mit einem einzigen raus, trotzdem das Team zu verwirren. Ich verbinde gar nichts hier mit Zahn. Nee, sag mal bei einem Schuh, nee, das sind Stollen, nicht Zähne, ne? Das sind Stollen, ja. Schuhe haben auch eine Zunge. Irgendwo etwas, was man Zähne sonst irgendwie alternativ... Rasierer, eindeutig. Mit Zahnrasieren ist ja klar, ne? Ich hab keine Ahnung. Also ich schneide die Runde raus, Alter.
Also ich glaube, die Klappe, ne? Erstmal. Also ich glaube, Maeve hat statt. Ich glaube, Maeve denkt an den Zahnschmelz und hat deswegen Schmalz. Ich glaube, das ist das Einzige, was halbwegs passt, einfach nur durch ich bin ein bisschen lesen. Bei dir. So ich bin, ich bin auch beim Schmalz. Weil alles andere würde man andere Worte suchen. Ja, stimmt. Ein Teller schlecht für die Zähne. Zähne sind weiß, die Antarktis ist weiß. Nehmen wir die Klappe einfach erstmal, gucken, ja, ob das überhaupt Klappe, richtig ist. Es war richtig, okay. Wollen wir die Wohnung nehmen? Alternativ. Lass die Wohnung nehmen. Okay. Halt noch die Klappe, Alter! Oh mein Gott. Oh, das war ein Twist, den ich nicht hab kommen sehen. Oh mein Gott. Ich auch nicht. Alter. Okay, cool. Das ist doch nicht, ja. Ich Geheimdienstchef. Es geht nicht. Ja. Ist okay, Maeve, ist okay. Muss den Urlaub ja verdienen, Maeve. Johnny, ist es egal, was du machst. Du Johnny, wir sind im Zugzwang. Goethe. Wir sind sehr im Zugzwang hier. Genie? bisschen Schleimen. Nutella. Nee, und Satz. Sätze von Goethe. Nein, Nutella. Der ist auch ja, tot. Nutella. Der war eine Naschkatze. Tot, ja. Wollen wir erstmal Genie nehmen? Ja. Gut. Und Rehen ist Silber, Schweigen ist Gold. Kommt auch von ihm. Ja, warum? Oh, ja. Goethe hat auch Schuhe getragen, bestimmt. Jetzt würde ich auf Tod gehen? Nicht auf Satz? Ich meine, Tod und Genie, ich habe das Gefühl, da würde man sowas in der Richtung wählen. Aber ich habe das Gefühl, wenn er dann sowas wie Einstein oder so gewählt hätte, dann wäre irgendwas. Aber ich war ja schon Genie gewählt, keine Ahnung. Satz. Aber ja, doch. Weißt du was? Ich bin bei dem Satz. Ah, du drückst. Satz. Alter! Das war die cleanste Runde, die wir je hatten. Holy shit. Ja, die war wirklich clean, ey. Stark. Maeve, was wolltest du uns mit Zahn sagen? Ausgerechnet, wo ja, der Schmelz natürlich. Schmelz ist doch. Kann man doch einfach verbinden wirklich? Miteinander. Das war wirklich Maeve, kompliziert, ey. Maeve, du meintest mit Mundraum, meintest du Rasierer, ne? Bei Schmalz kannst du doch auch Fett oder... Nee, mit Mundraum meinte ich Schmalz. Schmalz ist halt was ganz anderes als Schmelz. Zahn ja. Und Klappe meinte ich damit. Ich hätte aber an Rasierer okay. Gedacht, wegen, wenn man sich um den Mundraum rum rasiert. Ja, hätte ich mitgenommen, ne, den Punkt, ne, aber... also da, aber dann kam Deschke mit Wohnung. Darf ja auch, also okay, wenn du wirklich auf Schmalz hinaus ja, du hast extra ich Raum... Ich zuerst Mundraum war halt ja, eine echt komische Wortwahl dafür. Ich hab zuerst überlegt, ob ich Mund einfach nur sage, ja, aber dann hatte ich Angst, dass sie dass ihr Satz nehmt. Auf jeden Fall stark. Ja. Wegen Satzsprechen aus dem Mund. Und weil du extra Raum daneben geschrieben hast und Wohnung das Einzige, Mund was... Also, dass ihr die Wohnung noch angeklickt habt, war so gut, weil ich wusste nicht, wie ich das sonst verbinden soll. Aber ich finde gut, dass wir... Wir haben quasi ein Bingo, Leute. Guckt euch mal erst die mittlere Reihe an. Wir haben ein Bingo. Ja, stimmt. Das stimmt ja. Aber auch nur, weil es blau ist. Ja. Ja, klar. Und ich das schon eingetragen habe. Ja. Gute Runde. Das war eine Runde. Morgi, Ricky, GG. Dankeschön. Ja, danke. Die Herleitung wir hatten halt auch, ist ein bisschen jetzt unfair zu sagen, weil bei Maeve so schlecht gelaufen war. Wir hatten halt echt eine wirklich gute Runde. Das war Glück, ja. Zweimal drei und dann einmal zwei Wörter. Ich hatte halt aber auch sehr stark, dass ich hätte halt Mozart oder Einstein genommen, wenn es mit Tod gewesen wäre. Deswegen Maeve, ich muss sagen, dass mit dem... Wieso lebt Goethe noch? ...umgedacht habe. Nee, aber deswegen... Da hätte ich ein anderes Genie genommen. Ja, Maeve, der Schmalz, der ist, der hat für viel Verwirrung gesorgt. Ja, scheinbar. Ich dachte, also, das wäre einfacher. Bei Schmalz kannst du dann ja auch sowas wie Tierfett oder so schreiben. Ich muss kacken jetzt. Oder eklig, der hätte so einen Schmalz und Pisse verbinden können. Oh, stimmt. Und Fulli. Ihr wollt sagen, drei Stück. Ofen drin. Hallo? Wattestäbchen bei Schmalz. Dann sitzt Fulli und Deschke da, ja, aber vielleicht meint er mit eklig auch mich. Das ist ganz und schön eklig von euch, Jungs. Dann, okay, und dann würde ich sagen, ist doch schon mal ein guter Vorgeschmack auf den nächsten Part. Es gibt keine. Wir sehen uns in ein paar Wochen, Jungs. Das hat mich gefreut. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.